Willkommen. Ist es möglich, dass es in der Zeit von Tartaria ein öffentliches Lufttransportsystem gab, das ätherische Technologie nutzte? Sind viele dieser Technologien übrig geblieben und nach der Schlammflut wiederentdeckt worden? Sind diese Zeppeline, Luftschiffe, Heißluftballons Überbleibsel eines früheren Transportsystems? Und das, was wir heute noch davon haben, sind diese vielen Darstellungen von Luftschiffen, Heißluftballons, hier auch noch ein tartarisches Gebäude, sogar fliegende Schuhe. Man hat das Gefühl, sie machen sich lustig über uns. All diese möglichen Designs für diese Heißluftballons. Aber sie wollen uns die Geschichte verkaufen, dass sie diese Luftschiffe erst im späten 17. Jahrhundert erfunden haben? Dass die antiken Menschen nicht an diese Technologie dachten? Dass sie erst von den Gebrüdern Montgolfi erfunden wurde, die, wie ich vermute, mit der Papierherstellung begannen und dann irgendwie zu Flugmaschinen kam? Was aber sehr interessant ist und irgendwie auch keinen Sinn ergibt, ist, dass auf der Heißluftballon-Webseite selbst steht, dass Heißluftballons verwendet wurden, um die Nazca-Linien in Peru zu schaffen? Und das vor etwa 1500 Jahren? Hier steht auch, dass in China 220 Jahre nach Christus Heißluftballons für militärische Zwecke verwendet wurden. Wenn man also darüber nachdenkt, warum sollte es also über tausende Jahre dauern, bis es in Europa wiederverwendet wird? Ich denke, dass hier eine Vertuschung stattfindet. Dass sie versuchen, so zu tun, als ob die Antiken diese Technologien nicht besaßen. Nun, was wäre, wenn sie in Tartaria vor der Schlammflut diese antiken Flugmaschinen oder diese Technologie besaßen, die weit zurückreicht? Und diese Technologie wurde überarbeitet, neu entwickelt und im Laufe der Zeit entwickelten sich diese effizienten Flugmaschinen, die als Luftschiffe und Zeppelins bekannt sind. Hier sieht man das Empire State Building und es gibt Bilder, wie diese Luftschiffe dort andocken. Ist es möglich, dass sie durch das Andocken sowohl aufgeladen als auch neue Passagiere aufnehmen? Dass diese antike Technologie atmosphärische, statische Elektrizität nutzte? Und diese antiken tartarischen Gebäude diese Energie sammelten und diese Flugmaschinen aufluden? Dies sollte ja einer der ersten Ziele vieler antiker Zivilisationen gewesen sein. Wenn man komplizierte Gebäude bauen kann, die als Äther-Sammelstation dienen, dann ist es nicht weit hergeholt zu denken, dass sie eine Art Flugmaschine entwickelten, die mit der gesammelten Energie betrieben wurde. Sogar die Veden sprechen von fortgeschrittenen Flugmaschinen der Vergangenheit. Und viele antike Karten sind bis heute äußerst genau. Ist es möglich, dass die Antiken herausfanden, wie man Luftschiffe oder fliegende Vehikel baut, die sich langsam genug bewegen können, um die Landmassen aus großer Höhe zu sehen und aufzuzeichnen? Vor 300 bis 500 Jahren gab es eine fortgeschrittene Zivilisation, über die wir in der Geschichte nichts erfahren. Unsere gesamte Zeitlinie wurde von den heutigen Kontrolleuren völlig durcheinander gebracht. Wir wissen nicht genau, was mit dieser Zivilisation passiert ist. Sind sie nach einer Art Katastrophe verschwunden? Es scheint auch irgendwie eine Art Komet involviert gewesen zu sein. Und wir haben einige Theorien in anderen Tartaria-Videos, aber ist es möglich, dass es ein weltweites Luftverkehrssystem gab, das diese Zivilisation miteinander verband, welches aus den Geschichtsbüchern gelöscht wurde? In Städten der alten Welt wie New York, Paris, Rom oder San Francisco gibt es ähnliche Gebäude, die als Andock- und Ladestation für Luftschiffe und andere Flugmaschinen gedient haben könnten. In den letzten 200 Jahren nach der Schlammflut standen viele dieser Städte leer und die Kontrolleure der neuen Welt begannen, Kinder aus der ganzen Welt in diese Städte zu bringen und sie in den öffentlichen Schulen mit Geschichten zu füttern, die die Wahrheit ersetzen. Könnte dies der Grund sein, warum uns diese seltsamen Fotos gezeigt werden, auf denen die Städte völlig leer aussehen, als wären diese Bilder gestellt worden,
und warum es in jenen Tagen eine solche Fülle an Waisenzügen gab. Dies ist die Zeit nach der Schlammflut, in der wir die Städte gefunden haben. Und wir haben die übrig gebliebene Technologie gefunden, die diese fortgeschrittene Zivilisation hinterlassen hat. Die Überlebenden des Kataklysmus, die diese Städte fanden, machten sich mit der Technologie vertraut und begannen, sie weiterzuentwickeln, zum Beispiel Elektrizität und Flugverkehr. Auf alten Fotos von den Weltausstellungen kann man einige dieser Technologien sehen. Diese Kristallpaläste könnten in der Vergangenheit als Lufttransportzentren gedient haben. Die Höhe und Länge dieser Gebäude, von denen heute viele Bahnhöfe sind, sind einfach unangemessen hoch, um ausschließlich ein Verkehrsmittel zu beherbergen, das so niedrig am Boden liegt. Wir können davon ausgehen, dass die Erbauer dieser Architekturen auch diejenigen waren, die Elektrizität und Flug beherrschten. Diese fortgeschrittene Zivilisation war vor der Schlammflut. Wenn man die Bilder des Zeppelins am Empire State Building gesehen hat, kann man deutlich erkennen, dass sie ein Transportsystem haben, bei dem die Passagiere aus dem Inneren des Zeppelins aussteigen, nicht aus der Kabine darunter. Ich meine, schau dir einfach an, wie es war. Im Inneren waren sie viel geräumiger und natürlich waren sie vielleicht etwas langsamer, aber sie waren viel kostengünstiger. Man sagt, dass Zeppeline Helium für den Flug benutzten und Dieselmotoren hatten, die Kohle verbrennen konnten. Aber was wäre, wenn diese Maschinen auch dafür ausgelegt waren, sich mit atmosphärischer Ätherenergie aufzuladen, die durch eine dieser Andockstationen, einen Metallturm, gesammelt wurde? Vielleicht benutzten sie eine Art statische Elektrizität, um den Ballon schweben zu lassen. Diese Flugmaschinen und andere Technologien aus dieser Zeit stellten eine Bedrohung für die herrschende Klasse dar. Diese wohlhabenden Industriefamilien formten unsere Gesellschaft für ihren eigenen Profit. Sie unterdrückten jegliches Wissen über freie Energie. Sie führten die Alkoholprohibition ein, um den Alkohol als Treibstoff zu beseitigen. Sie beeinflussten die Schulsysteme, um arbeitsorientierte Menschen zu schaffen. Sie entfernten und unterdrückten jede neue Wissenschaft der freien Energie, um die Menschen in einem Schuldsystem der Herrschaft zu fangen. Die Ölindustrie hat absichtlich versucht, alle effizienten und billigen Reisemöglichkeiten zu zerstören, hat unsere Straßen, Motoren und Fahrzeuge so umgestaltet, dass sie auf ihre Erdölprodukte angewiesen sind. Durch unfaire Geschäftspraktiken, nicht nur durch Propaganda und falsche Angriffe, sondern auch durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, wurde ein Monopol in der Kraftstoffindustrie geschaffen. Der elektrische Rika-Motor war in den 1900er Jahren jedem Brennstoffmotor weit überlegen. Er brauchte nicht zu schalten und konnte sehr gleichmäßig und mit hoher Geschwindigkeit fahren. Er gewann zu seiner Zeit viele Rennen. Und stell dir vor, sie wären dabei geblieben und hätten diese Motoren weiterentwickelt. Es gab auch andere Motoren, wie den Dieselmotor, der mit Pflanzenöl betrieben werden konnte. Aber die Ölgesellschaften, die die Regierung kontrollierten und dies immer noch tun, haben ein Verbot erlassen, um diese Motoren als Konkurrenz auszuschalten. Sie hatten Autos, die nur mit Alkohol betrieben werden konnten, wie der Stanley Steamer. Die Gasmotoren waren übermäßig kompliziert und versagten in vielen Situationen. Sie verwendeten Kolbenmotoren, die eine veraltete Technologie darstellten. Sie waren klobig und der Kraftstoff war sehr teuer. Es gab aber auch andere Antriebssysteme, die absichtlich vergessen wurden, weil sie die bei der Verbrennung freigesetzte Energie vervielfachten, was zu einer höheren Kilometerleistung führte. Diese Ölgesellschaften waren sowohl am Untergang der Titanic als auch an dem der Hindenburg beteiligt. Big Oil hasst Dampf und die Titanic war ein Dampfwunder. Sie konnte mit billiger Kohle betrieben werden. Sie war extrem effizient. Die Titanic zerbrach in der Mitte in zwei verschiedene Teile, die über 3 Kilometer voneinander entfernt gefunden wurden. Das wurde natürlich mit dem Film vertuscht und es gelang ihnen, dass dieses Dampfwunder und andere in der Zukunft nicht mehr gebaut wurden. Wir alle kennen die Geschichte der Hindenburg und wie sie sagen, dass Luftschiffe so gefährlich sind. Dieses eine Ereignis zerstörte buchstäblich die gesamte Industrie.
Diese Anti-Schwerkraftmaschinen werden von ihrer Befestigungsleine losgelassen. Sie brauchen keinen Strom und können sich nur durch Schubkraft fortbewegen. Ein modernes Flugzeug verbraucht ein Vielfaches an Treibstoff. Die Hindenburg war viel effizienter. Sie hat über 300.000 Kilometer in einem Jahr zurückgelegt. 44 Transatlantikflüge wurden erfolgreich durchgeführt. Angeblich war die Hindenburg nur ein Testversuch. Aber was wäre, wenn sie diese Technologien weiterentwickelt hätten? Was hätten wir dann wohl heute? Ein kostenloses Lufttransportsystem vielleicht? Die Hindenburg war auch politisch. Das sieht man natürlich an dem Zeichen auf dem Heck. Und sie war auch nach einem politischen Führer benannt. Also gab es auch eine Art Symbolik bei der Zerstörung. Es gab viele Bombendrohungen und der leitende Ingenieur der Hindenburg sagte, dass es sich um Sabotage handelte. Man hatte für die Hindenburg auch Pläne für die Verwendung von Wasserstoff anstelle von Helium, was viel kostengünstiger gewesen wäre. Und das könnte einer der Hauptgründe für den Absturz gewesen sein. Sie zeigen nie den Teil, an dem sie anfängt zu brennen. Man sieht sie erst später, wenn sie in Flammen steht. Und sie hatten natürlich zufällig 22 verschiedene Fotografen am Set, als dies geschah. Nur 35 Menschen sind bei diesem Ereignis ums Leben gekommen. Aber trotzdem sagen sie, es sei so gefährlich? Wie viele Menschen sterben durch Flugzeuge und Autos? Jedes Jahr ereignen sich Millionen von Autounfällen. Viele davon in Verbindung mit Alkohol oder Mobiltelefonen. Aber niemand drängt darauf, Autos, Mobiltelefone oder Bier zu verbieten. Die Liste der Abstürze von Luftschiffen auf Wikipedia ist zwar recht lang, aber immer noch kurz genug, um jeden einzelnen Unfall zu untersuchen. Während die Anzahl der Autounfälle die Millionen weit überschreitet. Das gleiche gilt auch für Boote. Jedes Jahr gibt es tausende von Unfällen mit mehreren Todesopfern. Und trotzdem benutzen wir sie weiter. Es scheint mir also, dass die Sicherheit nicht das eigentliche Motiv für das Verbannen dieses Fortbewegungsmittels war. Sie wollten einfach nicht, dass diese Technologien mit ihrer Industrie konkurrieren. Und sie wollten die wichtigste Kraftstoffquelle der Zukunft sein. Man denke nur daran, wie viel Geld die Ölkonzerne heute verdienen, selbst in den Weltkriegen, in denen sie beide Seiten mit Öl belieferten. Im Ersten Weltkrieg wurden Milliarden mit dem Treibstoff für Flugzeuge verdient, der aus Benzin bestand. In der heutigen Zeit kann man sich vorstellen, dass Milliarden von Liter Benzin verbraucht werden. Aber nicht nur das, sondern auch Kunststoffe und Pharmazeutika. Die moderne Ölindustrie macht Milliarden. Das ist der Grund, warum JP Morgan aktiv gegen Nikola Tesla vorgegangen ist. Freie Energie würden ihr Schuldensystem durcheinander bringen, das sie allen Menschen aufzwingen wollen. Ölabfälle sind extrem giftig. Sie werden einfach in noch mehr Produkte umgewandelt, die heute in jedem Fahrzeug verwendet werden, wie Reifen, Farbe und alles Mögliche. Worum geht es hier eigentlich? Was glauben wir, ist hier los? Nun, nach dem, was wir herausgefunden haben, war die alte Welt viel fortgeschrittener, als man uns glauben machen will. Vielleicht nicht so, wie wir uns heute Hightech vorstellen, aber ich habe das Gefühl, dass wir durch so manche Technologie mehr verloren, als gewonnen haben. Eine Welt, in der diese Flugmaschinen alltäglich waren und die Menschen freier fliegen konnten, scheint fantastisch zu sein. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer dafür verantwortlich ist, dass es zurzeit lediglich eine Fantasie ist und keine Realität. Alles, was ich hoffen kann, ist, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?